So, schön, dass Sie da sind. Wir fangen heute an mit der Vorlesung Knotentheorie. So, Knotentheorie. Und als erstes natürlich eine kleine Einführung. Paragraph 1 Einführung. Und bevor wir überhaupt irgendwas über Knoten machen wollen, wollen wir die erstmal zeichnen können. Also hier erstmal Knoten zeichnen. Ja, also dafür brauchen Sie so einen Stift hier, so einen, und Sie zeichnen einfach eine Kurve in die Ebene. Ich mache mal hier dieses Beispiel, so. Und dann machen Sie den Rand so, dass Sie immer drunter und drüber abwechselnd machen. Also ich mache mal hier zuerst, so hier drüber, und hier soll es nachher drunter gehen. Machen wir hier die andere Seite auch, so. Ja, und hier mache ich jetzt Platz, damit das andere drüber gehen kann, so. Also immer bis zur übernächsten Überkreuzung zeichnen. So. Sehen Sie das? So, jetzt mal hier. Und hier muss ich sogar stoppen, weil da ist ja schon der andere Dings drüber. So, jetzt gehe ich hier drunter, jetzt gehe ich hier wieder rum. So. So. Und dann hier weiter. So, jetzt haben Sie schon Knoten. Also wie geht das? Immer abwechselnd drunter und drüber zeichnen. Sehen Sie ja, ne? Hier geht es drüber, drunter, drüber, drüber, drunter, drüber, drunter, immer abwechselnd, ja? Je nachdem, wie Sie das verfolgen. Ja, oder man kann auch sagen, immer bis zur übernächsten Überkreuzung durchziehen. Habe ich ja eben gemacht. Also solche Knoten wie hier, wo das immer schön abwechselnd geht, die heißen alternierende Knoten. Aber nicht alle Knoten sind so. Also Bemerkung, nicht alle Knoten sind so. Ja, also die meisten sind alternierend und die spielen auch eine besondere Rolle in dieser Vorlesung, aber nicht alle. Ne? Gehen wir später noch drauf ein, aber es ist schon mal gut, wenn man die zeichnen kann. Und das macht außerdem schöne Bilder. Okay, also das war erst der erste Knoten. Weiter. Und jetzt machen wir den zweiten Knoten. Also hier Standardknoten. Also das ist der Knoten, den Sie machen, wenn Sie sich die Schuhe zubinden oder wenn man irgendwie einfach einen ganz normalen Knoten macht. Ich male den mal. Also hier, man macht so eine Schlangenlinie, dann geht man unten rum und dann machen wir hier Schlangenlinie zurück. So, ich mache mal wieder immer bis zur übernächsten Überkreuzung. Also hier, da drüber, hier kommt es jetzt drunter. Sehen Sie? Jetzt gehe ich hier drüber bis zur übernächsten Überkreuzung, die ist hier. Und hier auch. So, und dann hier rüber, hier auch, so, und dann hier rüber, so. Gucken Sie, so haben wir das gezeichnet. Warum das übrigens immer so schön klappt, dass es runter drüber hinkommt, das werden wir vielleicht später mal beweisen. Jetzt nehmen wir es einfach bewundernd zur Kenntnis. In dieser Vorlesung wollen wir das aber nicht so machen, dass hier das hinten so Enden locker rumliegen, sondern die sollen immer oben zusammen sein, also in dieser Vorlesung. So, also, wir wollen es lieber so zeichnen. Also ich fange hier an, so Schlangenlinie, dann unten rum. Jetzt kann man das natürlich auch mal ausprobieren. So, bis hier. Ja, jetzt habe ich die oben und unten zusammen gemacht. Mal zeichnen. Also ich fange mal hier an. Bis zur übernächsten Überkreuzung. So. Zack. Dann hier Pause, hier oben rum, und wieder zurück, so,
können Sie in der Schule mit Ihren Kindern auch mal machen. Das ist entspannt, weil die Kinder mögen das. So, sind ja auch hübsche Bilder. Hier rum. Und so. So, hier ist es ganz schön geworden. So. Ja, also immer verknotete Kreise. Ja, das sind die Sachen, die wir hier untersuchen wollen. Ja, wie kann man so einen Kreis verknoten? Ja, das ist die einfachste Art und natürlich noch viele andere. Also so viel erstmal als Anfang. Sie können jetzt immer versuchen, Ihr Skript zu machen und dann können Sie das nächste Video gucken. Also bis dann. Tschüss.